Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Siedler 5, dem Erbe der Könige, bei der Bedrohung aus dem Westen Teil 1. Jetzt auch wieder mit Ingame-Sound. Ich achte gerade spezifisch auf den Audioausschlag und ja, der Ingame-Sound ist wieder da. Ich gebe zu, ich mochte den Aspekt, teilweise andere Musik drüber zu legen, die ich in einigen Situationen als sehr passend empfunden habe. Auch wenn es ein massiver Aufwand gewesen ist, für jede einzelne halbe Stunde Folge die ganze Musik zusammenzukratzen. Unser aktueller Zustand. Wir haben einen wunderbaren kleinen Zwischenschlag hier hinten durchgeführt. Wo ist Gruppe 8? Ich glaube ja, dass hier eine Gruppe 8 ist hier hinten unterwegs. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ich glaube ja. Hier hinten bestimmt der Gegner uns noch in diese Richtung. Hier hinten stimmt der Gegner noch hier gegen. Kommt ja nicht auf die Idee, die wir könnten den Feind jetzt hier angehen. Das müssten wir aber nicht, weil die Feinde hier aufgehalten werden. Der sinnvollste nächste Ort zum Angreifen wäre, oder die nächste sinnvolle Ruine wäre in diesem Bereich hier, damit die Feinde, die hier angreifen, nicht weitermachen. Unser Ziel wird es erstmal sein, bevor wir irgendwas anderes Großartiges machen, diesen Ballisterturmring, den wir hier angefangen haben, um den ganzen verdammten Sumpf drumherum zu ziehen. Einfach, weil wir nicht in die blöde Situation geraten wollen, dass das Nebelvolk dann, nachdem wir die ganzen Spawnpunkte beseitigt haben, die Barrieren alle fallen lässt und uns auf voller Front angreifen kann. Ich habe das Gefühl, dass diese Position auch besonders angreifbar sein wird, wenn es soweit ist. Und zuerst mal wollen wir uns den Schwefel von hier hinten sichern. Und beten. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Euer Dorf wird angegriffen. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen? 9, genau, und hier hatten wir den letzten von Gruppe 9. So. Gruppe 9 haben wir die Position hier weiter verstärkt. Der Feind kommt schon gar nicht mehr hinten durch. Wir können also hier hinten Holz hacken gehen. So, was wir erreichen müssen ist, dass die Alchemisten-Hütten wieder arbeiten können. Nur ist auf 100%. Ich werde dementsprechend die Steuern wieder normalisieren, damit wir auf den 300% Motivation bleiben. Und die Eco richtig durchsemmeln kann. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Im Effekt, was wir diese Aufnahme machen werden, ist noch nicht den Feind auszuschalten. Zumindest denke ich das nicht, weil ich von der Zeit her gerade nur wirklich in der Lage bin, eine kleine Aufnahme dazwischen zu schieben. Was wir heute in dieser Aufnahme machen werden, wird in erster Linie wirklich daraus bestehen, ja, unsere Position zu sichern für alles, was da kommen möge. Wir haben nur begrenzt viel Dorfzentrumplatz, dementsprechend müssen wir den vernünftig nutzen. Hier vorne hätte ich liebend gerne, wo ist Pilgrim? Hab ich sie nur schon wieder hingesteckt? Nein! Sprengstoff gesehen? Oh. Stand da nicht gerade noch ein Laboratorium? Feinde haben einen Arbeiter attackiert. Nein! Alltag. Ja. Ich dachte, dieser Punkt wäre sicher, aber nein, ist er nicht. Ravenna rückt auch nur bis hierhin vor. Die Feinde rücken hier dementsprechend einfach weiter durch. Keine Angst, ich verstehe was davon. Halte das mal. Ja. Gut. So, Pilgrim. Wir brauchen dich hier drüben. Wie ihr wünscht. Um da hinten ein bisschen frei zu räumen. Und dann? Okay, Gruppe 9 soll sich anschicken, dieses Gebiet hier weiter zu befestigen irgendwie. Dachchef. Wir hoffen, dass Ravenna sich hier drinnen ein bisschen weiter festsetzt. Und wir werden ihnen nachher ein paar Türme zur Verstärkung geben, sobald die Truppen hier gestorben sind. Wo ist Gruppe 0? Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Geschubse? Wir werden einen Ring aus Ballistertürmen ziehen. Ob wir Kanonentürme ziehen, da habe ich meine Zweifel. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und er... Okay, rück durch. Dachchef, ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht... Seid ihr Gruppe 6? Nein, ihr seid Gruppe 6, Gruppe 2. Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Jeder zählt zu Gruppe 2 noch zu. Ah, Feinde rücken hier vor. Gruppe 8, lass das kommt ja nicht, lass nicht erwischen. Die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich... Bring Gruppe 8 nach hier rüber. Ich war gestern nämlich bei... Wir schicken sie hier über diesen Bereich. Das ist der sicherste Weg für die. Holz gefällt. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Ich glaube ja... Vielleicht, wenn wir hier Platz für einen Schießplatz haben. Ich denke, das könnte nützlich sein. Wenn wir die Position hier vernünftig nutzen können.
einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ihr könnt hier hinten die feindlichen Wohnstättengebiete schon ein bisschen bereinigen. Diese Ruine muss weg. Zu 100% muss diese Ruine weg. Ich glaube nicht, dass wir dran kommen. Es ist Zahltag. Aber wir können es in Erwägung ziehen. Gruppe 9. Und dann haben wir den alten. Jetzt ist gerade hier sicher. Rückt hier durch. Gruppe 8. Nach hier hin. Denn sein muss. Soweit halt die Front. Hier wollen wir halt noch einen Haufen Ballistetürme aufstellen. Möglicherweise werden wir noch Kanonentürme aufsetzen, weil diese Kanonentürme beschützt werden können von Ravennas Truppen. Ach, natürlich seid ihr schon wieder durchgesneakt. Ja. Ja. Euer absoluter Hass auf meine Leibeigene ist nicht mehr beschreibbar. Und du kannst dich eigentlich hier drum kümmern. Gruppe 9. Rückt nach hier hin. Gruppe 8. Sneakt euch hier hinten durch. Vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Aber hier schmuggelt sich immer irgendwo jemand durch. Wahrscheinlich sind die hier von denen hier irgendwelche Leute, die hier noch durchkommen. Die Wohnstätte hinten ist lästig. Na gut, Ravenna sammelt zumindest einen guten Haufen Kanonen da an. So, Gruppe 8 ist safe. Hier hinten ist Schwefel. Beginnt ihn zu hacken. Diese Wohnstätte existiert noch. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Oh, da hinten hat sich ein Haufen Nebelfolk angestaut. Lehrt sie das Fürchten. Euer Wunsch ist mir Befehl. So, diese Wohnstätte wird ein Problem sein. Werdet sie los. Ergreift sie. Bis in den Tod. Nur Mut. Wir werden siegen. So, und jetzt müssen unsere Schiffe gleich richtig in die Höhe schießen. Sofort. Das ist Holz. Ihr solltet Schwefel hacken. Das kann ich. So, geht ja. Nach hier hin in die Position. Wir wissen, dass wir nicht weiter in diese Richtung können. Das geht einfach nicht. Dieser Kundschaft hier kann seinen Job eigentlich aufhören und nach hier rüberkommen. Mit Vergnügen. Okay, Gruppe 9. Geht hier hinten diesen Lehm hacken. Ja. Und dann schmuggelt euch über diese Brücke. Dann übers Eis zu gehen, das ist einfach nur Selbstmord aktuell. Euer Dorf wird angegriffen. Hört das? Kratzer würde ich schätzen. Attacke! So, dieses Wohnhaus muss einfach weg. Ebenso wie die Hausruine da hinten und dieses Wohnhaus. Wahrscheinlich sind das alles irgendwelche Formen von Spawnquellen, die wir loswerden müssen. So. Unser Schwefel explodiert gerade da gewissermaßen. Sehr gut. Denn aktuell, die feindlichen Angriffskorridore sind unter Kontrolle. Euer Dorf wird angegriffen. Für Ruhm und Feuer da drauf. Es ist Zahltag. Und wenn die feindlichen Angriffskorridore unter Kontrolle sind, dann gibt es keinen Grund für uns aktuell weiter vorzurücken, ehe wir uns nicht auf alles vorbereitet haben. Gruppe 0. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht. Ich würde sagen, wir ziehen wahrscheinlich einen doppelten Ring aus Ballistatürmen, teilweise Kanonentürmen, einfach komplett über diese ganzen Bereiche. Ummanteln das Ganze hier irgendwie, bis wir den kompletten Sumpf eingeschlossen haben. Wir können auf diese Seite wohl bis hierhin bauen, würde ich schätzen. Eine eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Denn hier vorne hin zu bauen, das würde uns aktuell nicht wirklich viel bringen, glaube ich. Vielleicht könnten wir hier vorne
einen Schießplatz unterbringen. Keine Angst. Wirklich. Und den auch vielleicht befestigen, wenn wir da vorne alles möglichst freihacken. Dann hätten wir vielleicht einen Brückenkopf, um von hier aus zuzuschlagen. Ist in Ordnung. Gebt acht. Aber das ist halt ein vielleicht. Okay, diese Felsen sind nicht sprengbar. Helgam, kannst du hier rüberkommen? Interessant. So, der erste Schifflaufen ist weg. Die Alchemisten und die Büchsenmacher arbeiten. Sehr gut. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? So. Wir werden halt, wie gesagt, nicht verrücken, ehe nicht sämtlicher Schwefel veredelt ist. Macht sie nieder! Es wäre unvorsichtig. Unvorsichtig ist nicht wirklich das, was wir gerade wollen. Zahltag. Natürlich. Mit Vergnügen. Natürlich. Macht Könnt ihr darauf nieder. Schießen? Nicht wirklich, nein. Dafür sind wir genau die Richtigen. Schaut in die Ferne. Seht her. Oh, das missfällt mir. Natürlich. Es gibt sehr viele Wege hier. Ich glaube, mir gefällt kein einziger davon. Mit Vergnügen. Schaut in die Ferne. Schaut in die Ferne. Mit Vergnügen. Gut. Ja. Ich glaube, das da ist einer dieser besagten reaktiven Spawns hier gewesen. Weil wir uns hier genähert haben, sind die wahrscheinlich hier gespawnt, um sicherzustellen, dass wir nicht was machen können. Das bedeutet, hier raus werden Feinde kommen. Wir wissen das jetzt schon. Schaut in die Ferne. Aber ich glaube, das ist erreichbar. Euer Dorf wird angegriffen. Seht her. Gruppe 9. Stell es nach hier hinten. Gruppe 0. Nächster Turm. Ich meine, wenn wir in der Lage sein werden, alles zu Kanonentürmen zu machen, dann wird es natürlich ganz gut abgehen. Hier gibt es Eisen und Schwefel. Gruppe 6. Ja, mein Herr. Hier rüber. Dieses Wohnhaus ist erreichbar für uns. Ich bin wir zerstören alles, was wir zerstören können, bevor es wirklich losgehen muss. Alles andere wäre halt wortwörtlich unsinnig. Steuern und Sold werden gezahlt. Ich tue mein Bestes. So, ihr habt euch jetzt hier eingenistet. Sehr gut. Beginnt die Turmfront auf dieser Seite zu bauen. Ja. Nur Mut. Ich weiß, ihr könnt wir es erreichen. Siegen. Glaube an euch. Stopp. Bis in den Tod. Bis in den Tod. Lehrt sie das Fürchten. Ja, treffen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Alles, was ein Feind jetzt schon ein Stück nach hinten versteht, ist gut für uns. Wenn wir diese Flanke ja schon komplett bereinigt kriegen können, bevor es wirklich losgehen kann, oder zumindest stark angeschlagen kriegen können, bevor es losgehen muss, dann wird uns das sehr weit helfen. Dann müssten wir auf allen anderen Flanken nur durchhalten. Ja, mein Herr, halt! Auf in den Kampf! Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Na, sie versuchen das. Wir bleiben hier. Gut. Nein. Ist in Ordnung. Oh, die rücken vor. Die greifen die Wohnstadt hier an.
Die kriegen die Wohnstadt sogar platt. Eiskalt, Ravenna. Das Gebäude ist ausgebaut. Es ist so, wenn alle Schwefel auf dem Weg sind, dann könnt ihr hier das Holz fällen. Der Feind kommt, wie gesagt, von hier. Stürmt hier gegen Ravenna an. Und der Feind, der uns hier angreift, kommt aus diesem Bereich hier irgendwo. Gerne. Seht durch mein Fernglas. Ich brauche nur einen genauen Blick darauf. Okay, hier haben wir uns schon drum gekümmert. Jawohl. Euer Dorf wird angegriffen. Es ist ja gerade. Dieses wird eine Vorbereitungsaufnahme sein. Wir bereiten uns auf die wirkliche Arbeit vor, die noch auf uns zukommen wird. Hier ist nämlich zum Beispiel noch so ein Wohnhaus, das wir zerstören können. Seht durch mein Fernglas. Und sollten. Seht her. Ich zeige euch den Weg. Dieses Wohnhaus müssen wir auch zerstören, das kriegen wir von hier aus auch hin. Oder? Für euch doch immer. Hier sind diese Barrieren, vielleicht ist es von hier aus erreichbar. Ja. Kanonen. Seht her. Dafür sind wir. Wenn genau jemand das schafft, dann ihr, aber ihr werdet Ewigkeiten brauchen, das Wohnhaus zu zerstören, ich weiß das. Nein, das ist nicht wirklich innerhalb der Reichweite. Aber wir wissen, die werden wahrscheinlich aus den ganzen Wohnhäusern richtig hart auf uns zustürmen, die ganze Zeit über. Das ist ein schöner Punkt für den Turm. Wird erledigt. Schon unangreifbar. Und dann haben wir den alten. So, jetzt verstärken wir Ravennas Flanke einfach mal weiter. Eine doppelte bis eine dreifache Turmlinie, wenn wir lang ziehen. Die hinterste Reihe können wir mit Kanonentürmen frischen, weil Kanonentürme die nötige Reichweite haben, was zu tun. Dann würden wir das wahrscheinlich so machen. Die ersten zwei Linien werden dann wortwörtlich nur Ballistatürme. Das Gebäude ist. Die hinterste Linie sind eine Kanonentürme. Man versucht schon, dass alles, was irgendwie in Reichweite kommt, stirbt. Alternativ machen wir die vordere Linie Ballistatürme und die hintere Linie dann Kanonentürme. Und vielleicht setzen wir hinter noch eine Linie Ballistatürme. Das Gebäude ist nun aus. Ich denke, wir wollen dreifach haben. Wir erledigen das. Fertig. Natürlich. So, immer schön weiterbauen. Holz wird eine Bitch zu kriegen. Na gut. Können wir irgendwo noch Holz fällen, großen Stil? Ein bisschen hier. Ausbau vollbracht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich denke, es ist Zeit, dass wir Gruppe 7 wieder ins Leben rufen. Wir haben den Platz gerade übrig. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja! Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Das Gebäude ist ausgebaut. Natürlich. Attacke! Das ist die Wohnstätte. Attacke! Für Ruhm und Ehre! Für Ruhm und Ehre! Nicht erreichbar, nicht spezifisch zumindest. Halt! Fertig, Meister! Nur Mut! Wir werden siegen! Ich hab getan, was ihr wolltet. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Jawohl! Ergreift sie! Stopp! Nur Mut! Wir werden siegen! Nein, das ist nicht erreichbar von diesem Winkel aus. Dieses Wohnhaus ist nicht in unserer Reichweite. So soll es sein. Der Feind wird also wahrscheinlich über diese Barrieren hier richtig dagegen stürmen, wie der letzte Irrsinnige. Ja. Ja. Hack dir ein bisschen frei.
Ausbau. Gut, gut. Jawohl. Dann bringt die Kanonen hier rüber. Jawohl. Dieses Wohnhaus hier allerdings, das erreichen wir. Schaut in die Ferne. Da bin ich mir vergleichsweise sicher. Ich heute Abend frei. Da haben wir eine Chance. Ich zeige euch den Weg. Ich zeige euch den Weg. Diese Gebäude werden ein Problem. Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Das Hauptproblem, wie ich sehe. Stopp! Angriff! Stopp! Bis in den Tod! Halt! Angriff! Stopp! Für Ruhm und Ehre! Ergreift sie! Also dann schießt da drauf, so gut es irgendwie geht. Eine eurer Arbeiter wird... Nein, Gruppe 9! Lauft! Sofort. Es ist Zahltag. Wenn's denn sein muss... Voll ist ein Turm. Deckt Ravennas Schwertkämpfer. Und jetzt bringt diese Schützen wohl nach hier oben zur Verstärkung, würde ich. Ah. Hier da. Vor den nächsten Turm. Gruppe 7 haben wir nicht ins Leben gerufen. Jetzt werdet ihr zu Gruppe 7. Wir brauchen Holz. Wir werden viel Holz brauchen. Geht hier hinten hacken. Sein muss. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten... Da kam wieder einer durch. Habe Holz gefällt. Attacke! Das Feuert! Ihr wohl da drauf. Ausgebaut. Fertig! So. Ergreift sie! Ihr könnt es treffen. Also Stopp, trefft Attacke. Es. Sehr gut. Das kann ich. Was war das? Seid ist sicher. Unbesorgt. Die Häufchen hier verschwinden bald. Hier kommen immer noch Feinde durch, aber nicht mehr lange. Aber gern. Hier vorne gibt es noch Schwefel, den ich gerne hätte. Sehr gerne. Aber gern. Sicher das. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. So. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Kümmere dich darum. Nächster Blätterturm. Gut. Holz wird eine Bitch zu kriegen. Besonders weil Sägewerke halt leider eine traurige Echo darstellen. Fertig. So, direkt werden Sicherheit geben. Haben einen Arbeiter attackiert. Wir greifen natürlich sofort wieder unser Leibis an, rennen jetzt direkt hinterher und werden dann zerlegt. Wenn's an die Arbeit. Sein muss. Ausbau abgeschlossen. Sehr gut. Gruppe 0. Kommt ja nicht auf die kann ohne weiteres hier weiter Türme langziehen. Einfach die ganze Front verbinden. Ich habe damit nämlich oh nein, der Kater hat eine Wespe gefunden. Jetzt jagt er sie durch die Wohnung. Wenn ich nicht aufhalte, wird er sich möglicherweise fangen. Und dann wird er drauf beißen, weil er ein Idiot ist. Seht her. Hier gibt es jetzt nichts mehr. Wir haben alles abgebaut. Habt ihr das? Wenn's macht den Platz ins vorgeschmissene Lager fertig. Der ist recht verwendbar, würde ich sogar sagen. Wir können den gut absichern, also im Brückenkopf. Haben die Flanke hier gesichert von Ravennas Türmen. Auch wenn ich glaube, dieses Tor wird nicht ewig das halten. Das Gebäude ist ausgebaut. Geh!
Gebt acht, euer Dorf wird angegriffen. So, wir müssen da weiterbauen. Wir wollen es gerade nicht länger ziehen. Nicht eher, wir bereit sind, die Front bis nach hier vorne zu verschieben. Nein, Turm! Aber gern. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Wir haben keine getötet, die Schweine. Und den neuen Turm. Ist in Ordnung. Kein Problem. Ja. So. Fleet. Ich hab getan, was ihr wolltet. Fertig. Feinde haben einen Arbeiter attackiert. Kein Problem. Natürlich. Sollen sie noch kommen? Natürlich. Ausbau abgeschlossen. Repariere den Turm. Ja. Okay, ich muss den Kater aufhalten. Er beginnt jetzt die Wohnung umzuräumen, wenn er versucht, die Wespe zu fangen. Bin gleich zurück. Und da wären wir wieder. Feinde greifen eure Häuser an. Wann hat sie den schon mal getötet? Na gut, bauen weiter einen Turm nach dahin. Wir verbinden diese Front hier einfach Stück für Stück immer weiter. 9. Komm hier rüber, ihr da flieht. Ja. Der Turm kann sich jetzt verteidigen. Die mit dem ewigen Hass gegen unsere Leibeigenen, das ist unbeschreiblich. Ich hab getan, was ihr wolltet. Nein, Turm! Feinde haben. Baut hier direkt daneben einen weiteren. Ich erwäge hier ein Wetterkraftwerk zu klemmen, tatsächlich. Also ein Wetterkraftwerk einfach auf Überstunden. Ah ne, können wir ja gar nicht. Das wäre zu hilfreich. Feinde greifen eure Häuser an. Leute. Okay, wir brauchen die Verstärkungsbogenschützen. Ja, mein Herr. Kommt hier rüber. Ja, mein Herr. Wir brauchen ein bisschen Deckungsbeschuss. Wir könnten die Scharfschützen dafür runterziehen. Können ihr nicht einmal einen anderen belästigen? Hier oben passt das sogar ganz gut hin. Hier hinten müssen wir auch freiroden. Ich bin fertig. Wir werden hier nicht viel Platz für Kanonengießer brauchen. So. Gerade ist es wichtiger, mehr Feuerkraft drauf zu kriegen. Je mehr Feuerkraft wir haben, desto weniger Schaden können die im Endeffekt an den Gebäuden anrichten, bevor sie sterben. Deine Aufgabe ist trotzdem spezifisch die Reparatur. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Der Schwefel hier muss verschwinden. Gruppe 8. Mag Tierholz. Haben wir den Alten übers Ohr gehauen und er. Nicht auf diese Seite. Dach, Chef. Gut, betrachtet die Sache als erledigt. Euer Dorf wird angegriffen. Repariert den Turm. Und da ist der nächste Leibeigene tot. Oh. Der nächste ist auch direkt mitgegangen. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? So. Gruppe 9. Das Gebäude ist ausgebaut. Ja. Da Holz nicht unendlich verfügbar ist, brauchen wir auch die Verbesserung, die Verstärkung durch den Leibeigenen. Genau, hier wollten wir sagen, genau, das können wir so angreifen. So war die Feststellung oder die Idee. So soll es sein. Ergreift sie. Dass das in unserer Reichweite wäre. Feinde greifen eure Häuser an. Ah, diese Türme sind wortwörtlich aus Pappmaché gemacht. Wenn's denn sein muss. Okay, vergessen wir die Türme hier vorne. Jetzt Feierabend machen. Wird erledigt. Diese Türme hier überleben einfach gar nicht. Das ist ihnen gar nicht möglich zu überleben.
Die Front ist zu kurz. Und die Feinde können von diesem Punkt aus direkt schießen, das wollen wir nicht.